Mir geht es natürlich nahe, dass Max diese Situation so mitnimmt. Ich sehe das. Und er ist wirklich immer gut gelaunt. Kriege ich jetzt meinen Kraftdrücker von dir? Dein was? Ja, ich brauche noch eine Aufladung. Eine Aufladung? Ja. Batterie aufladen. Deswegen bin ich hier. Ich eigentlich nur fragen wollte, wie es dir geht. Anstrengend. Schwierig. Ich hab dich vermisst. Richtig, ja. Du bist trotzdem nicht zu mir gekommen. Nein. Heute? Ich war ein bisschen traurig. Warum? Weil wir gestern so viel zusammen gemacht haben und dann doch jemand anders bei dir war. Ich mag euch halt beide. Ich verstehe dich. Du musst. Ich mache dir keinen Vorwurf, aber es ist trotzdem schwierig. Ich weiß, dass es in deinem Kopf ein Hin und Her ist. Ich bin hin und her gerissen. Wenn ich mit Max bin, dann vergesse ich wirklich alles um mich herum. Kriegst du Luft? Klar. Mit einer großen Nase, sag mal, passt das nicht. Nicht nur eine große Nase. Hallo? Ja, große Arme. Ja. Große Schultern. Große Lippen. Schöne Lippen. Ich kann mittlerweile halt auch einfach nicht mehr einschätzen, ob er noch schauspielert, ob er immer noch dieses Ziel vor Augen hat und für uns gewinnen will oder ob da halt mittlerweile wirklich so ein bisschen Ernst dahinter steckt. Denkst du? Ich zähle deine Sommersprossen. Du zählst? Mhm. Und? Ich habe sie gezählt. Wie viele? 1000, genau. Es fühlt sich mit Max einfach vertraut an. Da ist diese Leidenschaft zwischen uns. Das spüre ich von ihm, das spüre ich von mir. Und wenn wir uns berühren, es kribbelt einfach in uns. Warum guckst du so? Ich guck dir tief in deine Seele. Meine Seele? Durch die Augen kann man in die Seele schauen. Wusstest du das nicht? Wir haben ein bisschen gekuschelt und mir ging es wieder sehr gut. Seid ihr mir böse, wenn ich ganz kurz ins Interview gehe?